Boy 401, auch bekannt als EC1 mit dem Buckligen. Wie ihr an der Location sicher erkannt habt, ich befinde mich wieder in Timmala und zwar auf der östlichen Seite vom Bahnübergang Richtung Braunschweig, die Ecke. Das Gleisdreieck liegt jetzt in Blickrichtung, wo es zum Güterbahnhof Großgleiding, das heißt Gitterbedding, reingeht. Ja, wie gesagt, ich bin's wieder, euer Mike L oder ML. Ich werde demnächst mal ein kleines Logo mir mal ertüfteln. Ja, auf jeden Fall, euer Mike ist hier. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Ich bin mal gespannt, was wir heute so zu Gesicht bekommen. Von der Wetterlage her, es soll heute noch aufklaren und noch um die 18 bis 20 Grad werden, aber momentan sieht es danach nicht aus. Da kommt eine Tax 3 von Cargo. Wir haben einen Tante Emma Laden dran. Mann, war das gerade schwer, aber ist ja egal. Baugleicher Typ, Tax 3, Bau 187, auch mit einem Gemischwarenladen. Schöne kunterbunte Mischung. Der Vollständigkeit halber nehmen wir jetzt noch die RB50. Entschuldigung, RE50. Nach Wolfsburg. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg ein Halbstundentakt und zwischen Braunschweig und Hildesheim morgens und abends oder halt späten Nachmittag auch im Halbstundentakt. Danke für den Hinweis, Marc. Hier haben wir jetzt etwas Gleisbegleitgrün mit einer Hummel. Das ist ein Natterkopf, diese Pflanze hier vorne. Ist relativ groß. Sieht sehr schön aus. Ich habe gerade nachgegoogelt. PlantNet ist eine App. Davon gibt es eine ganze Menge von den Natternköpfen hier. Da ist wieder was, da ist was. Die typischen Gräser sind natürlich auch mit dabei. Dort hinten das Rote, kennt jeder, das sind Mohnblumen. Irgendwelche Bodenranker haben wir hier dann noch. Löwenzahn haben wir hier noch. Quecken. Das ist mir gerade entfallen. Aber so sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Gute Film- und Fotohöhe. Da war dieses dritte Gleis, haben sie erst vor kurzem gemacht. Das ist vor kurzem, glaube ich, ein Jahr ist das her. Oder knapp 2 Jahre. Und es sieht gar nicht mehr so neu aus. Oder? Entschuldigung, mein Fehler. Das geht ja erst dort los. Dort, wo die hellen Schwellen sind. Habe ich da getäuscht. Kommt was in der Form von 145er, wie es mir ausschaut. Zweite Lok kalt. Grüße zurück. Erste Lok ist oder war scheinbar eine DB Cargo Maschine, war kein Schriftzug mehr dran.
Da kommt jetzt eine Übergabe raus oder Moment mal. Das sieht mir fast nach Whale Adventure aus. So ein bisschen was im Schlepp. Schön, eine 111er von Whale Adventure. Wunderbar. Bremswagen, ne? Ist ja klar. Und neue Triebfahrzeuge. Schön. Gut erwischt. Grüße zurück. Eine schöne 111er. Davon gibt es ja auch nicht mal so viele. Hat sich das schon wieder dermaßen gelohnt. Und da hinten schon wieder ein Leckerbissen. Ein Blue Tiger, Baureihe 250 der Havelländischen Eisenbahn. Da kommt er jetzt. Zum Glück ist die Westfalenbahn auf dem ganz linken Gleis. Das heißt, unser schöner Tiger wird dadurch nicht zugefahren. Das ist ja schon wieder ein großes Kino heute hier, oder? Grüße zurück. Ja, dreht jetzt mal nicht voll auf, weil er darf eh nur mit 60 reinfahren. Güterbahnhof. Riecht das gut. Ja, am 1.6. bin ich ja mit Frauchen wieder in Wittenberge beim Treff der ganzen Rundnasen. Das wird auch noch ein schönes Video dann noch werden. Und hier haben wir eine sehr belebende Pflanze, die Brennnessel, wie vorhin schon erwähnt. Ist ja eigentlich nur drin. Ein paar Heimbuchen. Eine normale Buchen von Eichhörnern verschleppt. Da nehmen wir noch Vespa jetzt auch nochmal mit. Ein langsamer Fahrt. Hat aber VR1 Richtung Lehrte Hannover, also kann jetzt Gas geben. Sofern er keine restriktive Beeinflussung hat, sollte das klappen. Da kommt der nächste Gewischtwarenladen. Zweite Lok in Schlepp. Vorne 185er. Die zweite ebenfalls, sieht frisch lackiert aus. In Fahrtrichtung Lehrte. Mit Schieberwand und Planwagen. Inklusive Flachstellen. Wagen mit unterschiedlichen Federungen. Von der Bauart zwar gleich, aber unterschiedliche Drehgestelle. Mal mit Blattfedern, mal mit Schraubenfedern. Flachwagen mit U-Profil, wie es ausschaut. Mit dem Schluss bildet ein Wagen der CG Cargo. Im ungewöhnlichen Braun.
Und die Hummel hat ihren Spaß hier. Und ich höre Züge. Okay, das ist jetzt nur die Westfalenbahn. Aber aus Richtung Braunschweig nähert sich schon wieder eine Güterzugschlange. Auch ein Gemischtwarenladen. Mit einer Vectron vorweg. Könnte von der CC Cargo sein. Grüße zurück. Klappert wieder schön. Flachstellen. Die ersten Regentropfen kommen. Normal soll es heute nicht mehr regnen, aber mal schauen, was passiert. Da kommt wieder eine DB Cargo. In relativ schneller Fahrt. Eine imposanten Wagenreihung, sage ich mal. Das sind 185er. Grüße zurück. Und aus Richtung Braunschweig kommt der nächste Zug. Das geht heute gerade Schlag auf Schlag. Langsam setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Sieht nach einer 186er von Alpha Train aus. Kann mich aber auch täuschen. Oh, er wechselt aufs mittlere Gleis. Ist auch interessant. Wechselt er weiter? Nein. Okay, ich korrigiere mich. Das war ein Kofferzug. Sah aus der Ferne zuerst etwas anders aus. Ja, Lok war ursprünglich beklebt gewesen, konnte leider nicht erkennen. Ich versuche es da mal herauszurätseln, welche Beklebung das ist. Und ja, dann schreibe ich euch unten rein. Wenn nichts drin steht, habe ich nichts rausgefunden. Oder vergessen. So, aus Braunschweig kommt eine Vectron Dualmotor, wenn ich sie sehen kann. Von der Farbgebung würde ich mal sagen STEG. Jawohl. Grüße zurück. In schneller Fahrt. Wenn ich richtig geguckt habe, war das der IC 2430 nach Emden. Ich werde es unten einblenden. Da nähert sich aus Richtung Braunschweig
Könnte ein Cerealienzug sein oder irgendwas, was gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss. Vorneweg könnte 145er sein. War 185er von Rheincargo für eine Lackierung. Da kommt eine Übergabe rein, vorbildgerecht. Grüße zurück. Und zweimal GD Cargo, sieht nach Traxa aus, von der 85er, die zweite kalt, in Richtung Braunschweig, Magdeburg und ja. Wird wahrscheinlich Richtung Dresden abbiegen. Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden. In der bunten Reihe kombiniert dann Ladungsverkehr. Schöne Dieselschwaden hier. DB Cargo mit einem GAC. Offene Hochbordwagen. Ganze Wagenreihung von. Zug, Schluss, Kenntafeln, ein schwieriges Wort, meine Fresse, aber in Richtung Lehrte. Da kommt was mit Koffern. Und das Smartphone aus. Einmal mit Boxen in eckiger und runder Form. Schöne Lackierung von der RTB, gefällt mir. Na dann, gute Fahrt. Da kommt wieder eine Kofferschlange. Eine 45er der MEG. Grüße zurück. Lange Hundeknochen, 80 Fußwagen. Rollt schön leise. Keine Flachstelle. Herrlich. Und wieder was aus Richtung Braunschweig. Wieder cargolastig. Sind wir ganz schön rotlastig heute. Ein 189er. Der erste Teil des Zuges NATO Olive. Ich denke mal, unsere Bundeswehr kriegt neue Fahrzeuge und der Rest war schön bunt. Da kommt wieder ein Vectron. Grüße zurück.
richtig geguckt habe, bis auf den letzten, war das alles zweiteilige Containertragwagen, abgestellt auf dem Jakobs-Drehgestell. Da kommt die Westfalenbahn. Die auch noch, aber es ist noch eine Fahrstraße eingestellt, und zwar in Richtung Lehrte. Das wäre ein IC2. Der 2048, ich glaube, keine Ahnung, geht ja nach Stuttgart. Ich blende es euch unten ein. So, der Güterzug aus Lehrte muss halten, weil ein ICE 1 vorbeikommt. Grüße zurück. Natürlich mit dem Buckligen. Das ist ja das Charaktermerkmal vom ICE 1. Der ICE 2, der ja fast baugleich ist, nur mit einem Triebkopf und einem Steuerwagen und grob gesagt die Hälfte der Länge, wird ja demnächst nach und nach ausgemustert. Gut, kriegen sie halt auch Ersatzteile für den ICE 1. Und dafür haben sie den ICE 4 ja geholt, den gibt es auch in verkürzter Form, wenn sie damit fahren. Also der ICE 2 hat jetzt nicht seine Zeit überdauert. Und da ein großes Kino auf dem ganz rechten Gleis, wartet ein Dieseltriebwagen, wie es ausschaut. Auf dem ganz linken kommt wieder ein ICE 1. Und auch mit dem Buckligen. Bratz. Irgendwo knallt das da oben. Ich habe schon eine Vermutung, wo es da knallt. Da gucken wir uns gleich mal direkt mal an. So. Unser Güterzug zieht an. Mit Autos drauf. Sieht nach einer 145er aus. Der Fahrt 145er. Grüße zurück. Abenteuer Welterbe. Schöne Lackierung, gefällt mir. Und Fabrikate aus dem Autohaus in Wolfsburg. Da fällt mir lustige Gegebenheit zu ein. Meine Eltern wohnen an der Bahnstrecke, vielleicht so 70, 80 Meter entfernt, an der Hauptstraße, an der Bahnbrücke in Wedel. Und einige Nachbarn waren mal zu Besuch und der Nachbar meinte dann zu der Lebensgefährtin: Guck mal, da werden jetzt die VWs ausgeliefert. Da fuhr der Zug Richtung Braunschweig. Eine halbe Stunde später kam ein Zug mit VW-Modellen entgegengesetzt. Da meinte er dann der Lebensgefährtin: Guck mal, das sind jetzt die Reklamationen, die gehen zurück nach Wolfsburg. Das nur mal so kurz am Rande erwähnt. Ich finde es lustig. Und da, dieser kleine Rechteck auf dem Fahrdraht, auf dem unteren, jetzt mittig im Bild. Ups. Nee, links in der Abspannung, besser gesagt. Da ist das verbunden, denken wir, und da knallt es derzeit auch. Das scheint nicht ganz glatt zu sein. Wir wollen mal darauf achten, wenn nächstes Mal Zug vorbeikommt, dass wir das vielleicht mal aufnehmen. Jetzt versagt das Gimbal. Jedenfalls die Fernsteuerung. Ich
Schlüssel aber noch rein. Wir haben Schieberwand und Planwagen und wieder unterschiedliche Drehgestelle mit Blattfedern oder Schraubenfedern. Dann nehmen wir den IC jetzt auch noch mit, wenn er aufs Bild sich schummelt. Kein Problem mit. Das IC 2441 nach Dresden. Eine sehr schöne Stadt. Ich kann jemand empfehlen, mal so eine Städtetour mit dem Zug nach Dresden zu machen. Das ist doch ein ICE 2 der ersten Generation, 146er. Die zweite Generation ist doch störanfälliger. Da kommt wieder was mit Kesseln. Sieht nach Hakim aus. Dann gucken wir gleich mal. Ja, kann man ganz knapp erkennen, dass da Funken schlägt. Der nähert sich ein Captrain Vectron mit Kisten. Also hier konnte man schön erkennen, wie halt der Radsatz oder das Rad halt in das Herzstück fiel und dann wieder hochgehoben wurde durch die Schienenführung. So, da kommen die 145er wieder raus. Und das Fahrer hat sich auch wieder drauf gemogelt. Und ganz hinten fährt der Erzbomber ein. Da kommt wieder was Dieseliges. Sieht nach einer Vossler aus, die mit so einem halben Führerstandsgehäuse. Wächst dann noch hier schön drüber. Diese Wolke wieder. Weiß ich, irgendwie sehen diese Loks irgendwie. Sind wir vom Foslo? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja, oder? Doch nicht? Ich werde es mal einblenden. So halb fertig auch mit so einem zwei Drittel Führerstandshaus. Da kommt wieder die Foslo raus. Schön in Weiß. DE12, das heißt dieser elektrische Antrieb.
da rauf fahre. Abisswagen. Das ist der VW-Zug höchstwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, Diesel treibt Motor an, Motor treibt Generator an, Generator erzeugt Strom, Strom treibt die Fahrmotoren an. So einfach ist das Ganze. Da kommt wieder ein Vectron in schneller Fahrt. Wunderbar, Grüße zurück. RTB. Eine lange Reihe Kofferauflieger und Tankauflieger von Van de Bosch. Diesen grinsenden Gesicht habt ihr dann gesehen, werde ich Ecke zurückspulen. Da kommt hier was Cargo-Rotes in Form von einer Trax 3. Wenn ich richtig gesehen habe, waren da sechsachsige Planwagen dabei. Die kenne ich so noch gar nicht. Interessant. Da kommt ein Kesselwagenzug mit einer Trax 3 vorweg. Von Beacon Rail. So Freunde, das soll der letzte Zug heute gewesen sein. Ich versuche das Spiel mit dem Bahnübergang wieder zu machen. So wie es ausschaut, geht es da nicht runter, also kommt doch nochmal irgendetwas. Wenn es ein Güterzug ist, bleibe ich drauf, wenn nicht, geht's ab. Ja, der Film, ich habe eine ganze Menge gefilmt, überschlagen habe, das reicht für zwei Filme, gibt zwei Teile. Ich werde eventuell nachher jetzt gleich meine Frau abgeholt haben, mit ihr auch nochmal hierher kommen für eine Stunde, bis wir zu unserem Termin hin müssen. Von nach Hause fahren lohnt sich das nicht. Dann gibt es sogar einen Dreiteiler. Ja. Denk mal, Schranken gehen nicht runter, nicht hoch. Dann kommt da noch was. Da kommt noch ein Kofferzug. Mit einer Vectron. Hier aus einer Beacon Rail. Mal gucken, wie Schranken aufgehen und dann rüberkommen. Nee, die bleiben noch unten. Hat sich sang- und klanglos angeschlichen. So, meine Chance.